Ludo.de. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ich meine, die meisten wissen es, normalerweise zocke ich nur VR-Spiele, aber wer Far Cry 5, wer davon nichts mitbekommen hat, der lebt wahrscheinlich hinterm Mond. Und natürlich, ihr wisst, ich bin auch ein PC-Spieler aus Leidenschaft, deswegen zocken wir jetzt Far Cry 5 auf einfach, oder? Der Voodoo ist eher so ein Noob, der muss das auf einfach zocken. Wir schauen mal, wenn es zu einfach wird, dann stellen wir es wieder hoch. Guck mal, was sind das denn für komische Vögel? Aber muss ich mir einen aussuchen? Ich muss mir einen aussuchen. Ich nehme eine Frau. Ich nehme eine Frau. Muss man auch erstmal wissen, dass man da was auswählen muss. Das ist unfassbar. So. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Der Vater wird zum Geist der Vater. Ich kenne die Geschichte Montana. Überhaupt nicht. Oh. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Oh, oh. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen das oder ist wahrscheinlich nicht. Der Verrückte, die Menschen ne? wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Oh, oh. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Das ist Sie also der Bösewicht. Der Vater. Und gut zu wissen. Der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein. Ich zwinge sie zu sehen. Aua. Das war aber nicht so nett. Hey, Rookie! Du verschwendest nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Nein, jetzt kann ich mich mit der Maus schon bewegen. Wir überqueren jetzt den Henbane. Ich muss noch gucken, ob das läuft, wie ich das eingestellt habe gerade. Weil ich habe das halt wirklich auf extrem hochgestellt, ne? Soll ich denn einen Haftbefehl missachten, Sheriff? Nein, Cameron. Ich will nur, dass du den ganzen Ernst unserer Lage begreifst. Joseph Seed, das ist kein Mann, mit dem man sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Sam. White Horse an Leitstelle, over. Earl, ich höre. Earl. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen, over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Verstanden, over and out. Ja, wundervoll. Und vielleicht jetzt? Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als die Neue. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred. Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Na, klasse. Höre ich da Angst, Sheriff?
Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Aha. Hope County. Ach, das ist eine schlechte Idee. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt. Okay, der macht mit dem Flammenwerfer den Grill an. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch beten. Aufgepasst! Drei Regeln. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden? Verstanden. Okay. Ja, hab ich verstanden. Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's. Ach du Scheiße. Krass. Er wird in der Kirche sein. Bleibt an mir dran. Wow. Also als erstes fällt mir auf, die Maus ist viel zu langsam eingestellt. Warte mal eben. So vielleicht? Hä? Diese Leute kriegen. Erzähl mir jetzt nicht, hier ist Mausbeschleunigung drin. Dann krieg ich aber das kalte Kotzen. Warte mal eben. Also das. Lenkrad, Neigungssteuerung? Das ist aber. Ich mache es noch mal ein bisschen langsamer, weil das war natürlich jetzt. Das ist. Also, was mir auch auffällt, die Grafik ist viel zu hoch. Guck mal, ich habe jetzt hier. Achso, ihr könnt es mal gucken. Ich habe jetzt hier auf 1440p und habe hier alles auf Ultra. Und hier habe ich noch die Auflösungsskalierung auf 2. Und das ist natürlich zu viel, deswegen machen wir das jetzt wieder runter. So. So, jetzt läuft's gut. Okay. Es ist trotzdem alles auf Ultra, wie ihr gesehen habt. Boah, das sieht schon gut aus, ne? Schön gemacht ist es. Ups. Deswegen bin ich auf Missoula fort. Alter, hier will ich aber nicht. Du Scheiße. Schon besser. Die sehen aber alle böse aus, oder? Wo sind da Hunde? Oh. Das hat keinen Sinn, dafür zu sterben. Du Scheiße. Boah, guck mal, der See da, wie cool sieht das denn aus? Lässig, oder? Guck mal. Das ist ja richtig cool. So, dann gehen wir mal gucken. Ihr merkt, ich bin immer so ein bisschen Grafikfanatiker. Ich muss mir das immer alles genau angucken. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön. Herzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Aye, aye, Sir. Mach. Einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Oh oh. Wird schon werden. Etwas. Ach du Scheiße. Ihr spürt es, oder? Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht.
Sheriff, na los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, gib es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Oh oh. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Nein. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Nein, Moment! Nehmen die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Oh oh. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Er hätte natürlich jetzt auch sagen können, metzel die einfach ab, ne? Aber er hat noch sicherlich krankere Sachen und mit uns vor. Ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah... Und siehe, ein fahles Pferd. Fahles Pferd? Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Ich glaube, an der Stelle... Habe ich gelesen, wenn man einfach wartet, dann passiert gar nichts und dann ist das Spiel zu Ende oder so. Aber weiß ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt normal. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Ubisoft. Gehen wir. Krass. Als ob man den einfach jetzt festnehmen kann. Und dann gehen die mit drei Leuten. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marshall, geh vor, wir bleiben rechts. Okay. Wir lassen das nicht zu. Ach du Scheiße. Da würde ich doch mit einer ganzen Armee kommen. Alle Mann zurückbleiben! Nein! Okay, bleib dran. Ich bin Federal Marshal. Ich befehle euch, zurückzutreten. Hey, runter damit! Waffen ziehen! Waffe raus! Ab in den Heli! Zurück! Los! Zurück! Hallo! Bewegung! Bleib zurück! Oh oh. Du Scheiße. Der andere ist gerade in den Rotor reingesprungen, glaube ich, ne? Der andere ist nach oben geklettert. Ach das geht ja wieder hervorragend los. So, aber ist alles im Arsch jetzt? Der Vater ist natürlich entkommen. Earl,
das krank? Frag mich denn keiner. Ist da jemand? Bitte. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Hat er recht. Bitte. Ich will wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Niemand muss angerufen werden. Ja, Vater. Du seist gepriesen. Ist klar. Niemand kommt, um euch zu retten. Krass. Das heißt, er hat auch schon seine Homies am Start. Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen. Und die Boten des Untergangs werden die Wahrheit erkennen. Wir müssen raus hier. Lass die Ernte beginnen! Wir müssen sofort raus! Komm! Lass ihn allein! Oh oh. Fass mich bloß nicht an! Scheiße! Sofort raus hier! Lass dich brennen! Das ist Gottes Wille! Das ist ihre Bestrafung! Wieder haut der einfach ab? Was ist denn das für ein Arschloch? Fliehen! Scheiße, die kommen. Boah, das sieht ja cool aus. Holy shit. Läutert die Sünder. Schwimm. Kommen die noch? Fuck. Das sieht ja richtig geil aus. Guck mal. Schleichen. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner dich bemerkt haben. Wenn sie voll ist und anfängt zu blinken, wurdest du entdeckt. Hast du dich einem Gegner unentdeckt genähert, dann drücke F, um einen leisen Takedown durchzuführen. Na dann. Ja, da ist er einer. Komm, wir gehen hier lang. Ich habe ihn gefunden. Es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. Wir müssen diese Sünder finden. Kommt zum Sägewerk. Ich warte hier. Ich brauche hier Hilfe. Die Sünder könnten überall sein. Hört ihr mich? Wir haben ein Problem am Sägewerk. Behüte mich, Vater. Läuft. So. Wir schmeißen den mal eben hier runter. So. Please. Da ist doch schon mal... Eine Schusswaffe ist ja schon mal gut, ne? Wieso? Achso, ich bin... Ich habe schon gedacht, warum setze ich so hoch? Ich kriege ja noch. Der ist auch durch. Ja gut, dann gehen wir mal hier in das Haus. Ja, weiß ich jetzt ein bisschen komisch finde, warum suchen die mich denn nicht mehr? Haben die jetzt schon aufgegeben oder was? Hey, guck mal, was heißt denn G und H? Keine Ahnung. Was ist das? Pistolmunition 10? Auf Rires Nachladen, kennen wir ja. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, was ist denn jetzt unsere Aufgabe?
Ich gehe einfach mal weiter. Also die... Guckt euch mal die Umgebung an, guckt euch die Atmosphäre an, guckt euch die Detailverliebtheit an. So Umgebung braucht man in Computerspielen. Ne? Guckt euch hier die Glühwürmchen, sowas halt alles. Ne? Das ist einfach geil. Sowas brauchen wir auch in VR. Gibt's ja auch teilweise schon. Also es ist ja nicht so, dass es sowas nicht gibt, aber halt selten. Guck mal. Trifft den Marschall im Wohnträger. Das sind doch jetzt Gegner, ne? Klar. Können wir eigentlich schon auf die Karte gucken? Ich habe jetzt auf M gedrückt. Entkomme der Sekte. Ah, cool, das hier sind unsere Aufgaben. Die haben wir schon erfüllt. Keine Nebenmission, keine Mission. Sekten, Außenposten, Prepper-Versteck. Aha, okay. Gibt's auf I? Ich guck mal. Also, egal auf welchen Knopf ich drücke, ich lande immer hier. Ist egal, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen gucken. Ich würde sagen, die erschießt sich, ne? Oder? Einer gehört? War laut. Klar, ich hätte das natürlich auch anders machen können. So, Pistolenmunition ist voll. Also was mich jetzt halt ein bisschen wundert, dass ruckelt halt tatsächlich ein bisschen. Das zuckt so, aber das kann auch natürlich jetzt an der Aufnahmesoftware und so liegen. Und daran, dass ich im randlosen Fenstermodus zocke, weil das lässt sich sonst nicht aufnehmen. Diese OBS-Software, die nimmt das sonst nicht auf. Natürlich krasser Scheiß. Der Typ, der da gerade angerannt kam, der scheint jetzt weg zu sein. Mein Gott, sieht das geil aus. Hammer. Warum hat das keinen VR-Modus, dieses Spiel? Stellt euch das mal vor, wir können jetzt da so durchlaufen mit der Brille, überall uns umgucken und dann vielleicht sogar noch mit den Trackern, dass wir hier diese Waffe benutzen könnten oder so in VR, ne? Also so, ne, meinte ich. Wisst ihr eigentlich, wie geil das wäre? Scheiße, wäre das geil. Es lohnt sich halt nicht für Ubisoft, das ist das Problem. Das ist so schade. Aber Leute, ich werde natürlich weiterhin schauen, ob ich dieses Spiel mit Warp X hinkriege. Im Moment geht es nicht. Das Spiel ist gesperrt für Warp X. Das heißt, wir müssen dann auf den Patch warten. Gott, Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Komm schon, komm schon. Komm schon. Sicher den Raum, Rookie. Oh Herrgott. Ich hatte ja keine Ahnung. Fuck! Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Verdammte Psychopathen! Jo, Psychopath. Wir werden hier rauskommen, Rookie. Aber zuerst
bewaffnen wir uns. Hier. Oh. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Scheiße. Jetzt haben wir einen Wave-Shooter. Ups. Peggys. Oh, das ist ja... Das ist ja meiner. Mach die Tür auf. Ja, komm hoch, du Idiot. Das wäre ja typisch Voodoo, ne? Erstmal den eigenen Kollegen erschossen. Ich hab die Truckschlüssel, gib mir Deckung. Rein, rein, rein. Wo geht der denn hin, der Idiot? Sieht mich wegfahren und geht trotzdem noch gucken. Bist du okay? Das war gute Arbeit. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen zurück. Aber wir müssen schlau sein. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Diese verdammte Nancy. Oh nein! Wir haben die Straßen blockiert. Festhalten! Hinter uns! Fuck! Oh nein! Knall den Fahrer ab. Schöne Scheiße. Ich komm da nicht rum. Festhalten! Wir müssen von der Straße runter. Ups. Ach du Scheiße. Mehr hinter uns! Oh nein! Was? Schalt sie aus! Was? Ja, genau so! Ja, sie hoch, Rookie! Schick sie zur Hölle! Da, rechts! Jetzt? Verdammt! Scheiße! Na, na! Was? Ach du Scheiße! Rein, rein, rein! Rein! Steuerung? Boah, übel! So. Hey, wer schießt denn da noch? Alter. Boah, die Kuh. Scheiße, ey. Irre. Oh no. Lad nach.
Oh oh. Oh nein, die haben den. Hä? Meine Kinder. Wir müssen Gott danken. Der von mir prophezeite Tag ist gekommen. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur eine nicht. Nur einer nicht. Na klasse. Ihr seid meine Kinder. Und gemeinsam marschieren wir zu den Toren von Eden. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wer ist das? Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Na klasse. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Was? Der spinnt ja wohl. Scheiße. Raus aus der Uniform. Die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um. Und dann komm zu mir. Ernsthaft? Warum tut er das? Mag er mich? Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. Hm. America. Was? The world is a diagonal. I am the balancing point. Ja, nee. Bitte triff einige Entscheidungen, bevor wir zur Charakteranpassung kommen. Welche nehmen wir denn? Die, oder? Die ist doch hübsch. Blondie? Komm. Um die. So ist doch schön. Oberkörper. Ja, genau. Den nehmen wir. Unterkörper? Kopfbedeckung? Hände. Ja, genau. So. Bestätigen. So. Was geht hier ab? Was ist das? Erste Hilfe-Set? Schlüssel benötigt, was?
Ich lese das nicht vor. Wenn ihr das durchlesen wollt, dann haltet einfach das Video an der Stelle an, weil das ist sonst wirklich dann zu langatmig. Hier genauso. Ihr könnt das einfach gerne anhalten. So. Da kommen wir her und dann hier ist zu. Dann gehen wir mal schauen. Ist das hier unterirdisch oder was ist das? Das ist ja richtig krass. Na ja, gut, wir gehen mal. Was geht hier? Tok, tok, tok. Das ist hier voll der Einsatzraum. Der Typ hat sie einfach nicht mehr alle. Sag an. So. Und safe. Ja gut, dann reden wir mal mit dem Kollegen. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Noch? Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs Familie. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Na toll. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Hä? Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nimm sie dir. Ich funk dich an, sobald du dich orientiert hast. Aha. Sei vorsichtig da draußen. Es wimmelt von Peggys. Diese Wichser sind bereit für ihren Psychopathen von einem Anführer zu sterben. Wird's wahrscheinlich hier rausgehen? Was? Eine Schaufel? Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle die gewünschte Waffe mit Maus aus und lasse Q los oder drücke linke Maustaste, um deine Auswahl zu bestätigen. Oben findest du Waffen und Seitenwaffen. Unten Wurfgeschosse und Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen und Wurfgeschosse bieten eine tiefergehende Auswahl. Scrolle mit Mausrad durch die verfügbaren Optionen. Oh! Wir können das mit der Maus bedienen. Danke, Ubisoft. Danke. So muss das nämlich aussehen und nicht irgendwie, manchmal musst du das dann mit WASD und Q und E halt wie an einem Controller und das ist furchtbar. Aber dass du dir die Maus bedienen kannst, ist schon hervorragend. Vielen Dank dafür. So. So, hier können wir halt durchschalten. Na gut. Schauen wir mal. Ne, ich will jetzt hier erstmal eine Waffe. So. Was? Nehmen? Was soll ich denn jetzt schon wieder nehmen? Nee, weil das Rohr brauche ich nicht. Krass! Krass, ohne Ladezeiten. Ohne Ladezeiten. Jetzt hör mal zu. Wenn du einen Widerstand aufbauen willst, gibt es ein paar Sachen, die du wissen musst. Du hast im Grunde vier Möglichkeiten. Du kannst alle Geiseln befreien, die Sekte genommen hat. Das sind gute Leute, die vielleicht an deiner Seite kämpfen, wenn du ihnen hilfst. Du kannst das Eigentum von Eden's Gate zerstören, das quasi allgegenwärtig ist. Scheiße, allein auf dieser Insel haben sie zwei verdammte Schreine gebaut. Na klasse. Widerstandsmissionen an.
Es gibt eine Menge Leute da draußen, die ihren Privatkrieg gegen die Sekte führen und sicher jede Hilfe gebrauchen können. Und wenn du wirklich kämpfen willst, dann kannst du die Sektenaußenposten einnehmen, die es hier plötzlich überall gibt. Wenn du sie befreist, kann der Widerstand so richtig Fuß fassen und gegen Eden's Gate zurückschlagen. Aha. Zivilisten retten, Sektenbesitz zerstören, Missionen abschließen oder Außenposten befreien. Läuft. Ich habe überall auf dieser Insel Kameras installiert. Ich melde mich, falls ich irgendwas Nützliches bemerke. Fürs Erste solltest du sämtliche Kultisten in Richtung Süden erledigen und den Bedürftigen helfen, okay? Touch out. Das sieht so geil aus, Leute. Das sieht so geil aus hier. Da könnt ihr mich schon wieder den ganzen Tag drin aufhalten in dieser Welt. Hammer. Was ist das hier? Oh shit, 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 shit. Konzentrieren wir uns hier. Da ist dann noch einer zur Seite gegangen, oder nicht? Ich werde es vermissen, draußen jagen zu gehen. Amen. Was zum? Wer schießt? Hat das jemand gehört? Von der, oh, da oben ist auch noch ein Haus. Ich hoffe, die haben das jetzt nicht gehört. Scheint ruhig zu bleiben. Boah, was ist das denn, ey? Giftgas oder was? Wurfgeschosse. Rüstet ein Wurfgeschoss über das Waffenrad aus. Genau, das kennen wir ja schon. Nee, hä? Ach, herstellen. Das ist ja krass gemacht auf jeden Fall. Aber wo ist denn jetzt das Wurfgeschoss? Nur das Messer wahrscheinlich, ne? Ah. Okay. Hab ich kapiert. Also auf der mittleren Maustaste musst du dann quasi das abwerfen. Oh shit! Das ist wirklich Giftgas. Wie können wir das denn? Hä? Läuft. Die sind ja alle völlig verrückt, oder? Guck mal, hier ist noch Leiche. Nicht schlecht. So, wo ist der andere? Wir gehen jetzt zurück auf M. Ah, guck mal, jetzt haben wir eine Karte. Wie, das ist alles? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Logbuch? Doch, kann gut sein. Ich kann jetzt nicht weiter als das hier rauszoomen. Wir sollen auf jeden Fall diese Insel hier befreien. Die Frage ist jetzt, wo ist der zweite Bunker? Ich denke mal hier. Können wir einen Wegpunkt setzen? Ja, super. Da. Ich würde sagen, da gehen wir mal hin. Oder, ne, ich wüsste sonst nicht. Dass da oben so ein Außenposten. Wir gehen mal kurz hoch. Hüpf.
niemand? Sind die eigentlich bekloppt? Hm. Na dann. Was ist das? Hey, Henry. Ich bin hier am Waldrand, da, wo du das Feuer gesehen haben willst. Ich weiß nicht, warum diese Angeber so dicht über den Baumwipfeln fliegen musste. Aber jetzt fliegt hier sowieso gerade keiner. Diese Rauchwolke ist ziemlich dicht. Aber ich muss mir das mal näher anschauen. Was ich nicht verstehe, was treiben diese ganzen Peggys hier draußen? Es gibt einen ganzen Haufen von ihnen im Wald. Die rufen, als ob sie jemanden suchen würden. Ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun haben. Mir kommen sie ziemlich abgeranzt vor und... Heilige Scheiße! Die Untertitel sind viel zu schnell. Gelöst. Hinten drauf saßen ganz viele Peggys mit Schrotflinten. Ich werde mal... Ja, ja. Scheiße. Was bringt mir dieser Punkt jetzt hier? Nix, oder? Was ist denn da? Ah! Läuft? Läuft. Es muss doch einen Ausweg geben. Du! Du hast mir den Arsch gerettet. Scheiße, hör zu! Ich habe gerade gesehen, wie die Sekte unten an den Docks einen Typen einkassiert hat. Wenn du ihm hilfst, wird er dir vielleicht später mit der Waffe zur Seite stehen. Was? Wo? Da. Und was ist jetzt mit dem hier? Miss, diese bekloppten Fanatiker sind außer Kontrolle. Ich glaube, es gibt ein Prepper-Lager in der Nähe vom Bootshaus, falls du dich schützen willst. Die haben da sicher gute Ausrüstung gehortet. Aha. Wir gehen aber jetzt erstmal hier zu der Mission. Versunkene Schätze auf der Karte öffnen. Ah, da müssen wir eh vorbei. Hier also. Aha. Findet einen Weg ins Bootshaus. Das ist jetzt eine Nebenmission natürlich. Jungspund, ne? Das ist das große Los. Ein Prepper-Versteck. Wenn du es da hineinschaffst, wartet in der Regel ein ganzer Haufen nützlicher Kram, den jemand sicher verstaut hat. Schau ruhig mal nach. Gewehrmunition? Schlüssel, okay, da kommen wir nicht rein. Aber ich habe da gerade schon was gesehen. Hier. Und da kommen wir auch nicht rein. Hm. Wie kommen wir da rein in die Hütte? Oder ist das hier unter dem... Nee. Hm. Vielleicht durchs Wasser. Ah. Was haben wir hier? Schau mal an. So. Schlüssel. Jetzt auch raus.
Und jetzt können wir ja wieder da hoch, ne? Rette. Ne, ich wollte doch eigentlich da oben jetzt eben schnell. Ne, hä? Warte. Ah, komm. Ach, hier! Ah! So! Was haben wir denn hier Feines? Hoch! Geht's auch, ne? Versunkene Schätze. Wow! Krass! Krass! Getrocknet. Herr, was? Stelle Molotow-Cocktails und Sprengstoff im Waffenrad her. Halt die Kugel drücken, das Waffenrad zu öffnen. Benutze die Maus, um ein Feld auszuwählen. Halte rechte Maus ausgedrückt, um das herzustellen. Aha, das haben wir, glaube ich, gerade schon gesehen. Möchtest, stell den Sprengstoff her. Zum Glück haben die Leute alle Materialien gehortet, die man dafür braucht. Schnapp sie dir und fang an zu basteln. Krass. Ja, aber ich weiß nicht, ich nehme lieber die. So, jetzt gucken wir mal eben. Herstellen. Zack. Und jetzt können wir ja... Ha! Gucken, ob das jemand gehört hat. Hier ist sonst niemand? Oh fuck. Ah doch! Die haben das gehört. Jetzt kann ich die von hinten killen. Die haben das wirklich gehört mit der Explosion. Na hoch! Oh, dann halt nicht. Die könnten wir nicht kriegen. Bitte hilf mir. Ich war erledigt. So. Danke. Ja, ihr seht, wir haben so einen Fortschrittsbalken und müssen dann nach und nach die Gebiete alle befreien. Das ist der Zweck und der Sinn des Spiels. Was natürlich auch okay ist. Ich hätte gerne, wo ich kann. Im Menü öffnen. Ah, guck. Cool. Ja, aber wo ist er denn jetzt? Nicht verfügbar. Ach so, das sind da unten sind Kämpfer und das sind Spezialisten. Okay. Das heißt, wir haben einen Kämpfer. Erreiche 5 Gesamtkills, um diese Fähigkeit freizuschalten. Ach, der kann auch noch Fähigkeiten haben. Aha. Hey Deputy, jetzt wo du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt es von Kultisten. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Krass. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal gerade, ob wir jetzt hier speichern können einfach. Speichern. Okay, das scheint nicht zu gehen. Nee. Speichern geht nicht. Warum geht das nicht? Schade. Also ich denke mal, dass er dann selber speichert zwischen und während den Missionen von dem Spiel. Ja, Leute. Wir haben jetzt eine Stunde gezockt. Wir haben einen guten Einblick in das Spiel bekommen.
es ist genau so gut, wie ich es mir gehofft habe. Also, die Umgebung, die Atmosphäre, die Grafik, ja, die Mission so. Klar, wir haben jetzt natürlich 1% von dem Spiel gesehen, aber es macht richtig Bock. Ich mag halt diese so Karten, so offene Welten halt, ne? Finde ich richtig cool gemacht. Auch dieser Bösewicht, den fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Ich bin mal gespannt, was er dann noch irgendwann zu sagen hat, der Kollege. Wir haben auch gesehen, wir können craften, ne? Wir können unsere Missionsziele durch verschiedene Aktivitäten erfüllen. Wir können Leute befreien oder Sachen zerstören oder so. Ja, wir können Leute anheuern, das geht auch. Das ist richtig krass. Also mir gefällt's, Leute. Far Cry 5 ist ein cooles Spiel. Ihr könnt mir ja schreiben, habt ihr es auch schon ausprobiert? Wie findet ihr es? Was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut? Die es vielleicht sogar schon länger gezockt haben. Würde mich natürlich mal interessieren. Und ich werde natürlich weiterhin am Ball bleiben, ob wir das Spiel irgendwann mit Warp X einigermaßen vernünftig in VR zocken können. Im Moment geht es noch nicht. Das ist noch gesperrt. Aber ich bleibe für euch am Ball. Also Leute, das war Far Cry 5 auf dem PC. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de